Hi und herzlich willkommen bei Staubitopia Zuckerfrei. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr super leckere Low-Carb-Gemüse-Muffins, die auch gerade jetzt bei den warmen Temperaturen immer wieder gut schmecken, ganz schnell und einfach selber machen könnt. Beginnen wir also direkt mit der Zubereitung. Und zwar benötigt ihr für die Gemüse-Muffins, wie sollte es auch anders sein, zunächst erst einmal Gemüse und davon ungefähr 300 Gramm. Ich habe mich bei mir jetzt hier für 150 Gramm Zucchini entschieden, die ich schon mal fein geraspelt habe, und 150 Gramm Paprika. Und dazu kommen dann noch zwei Eier, 250 Gramm Quark, ich verwende Magerquark, 200 Gramm klein geraspelten Gouda und etwas Salz und Pfeffer. Ja, und dann wird ganz einfach alles gut miteinander vermischt. Bei den Gemüsemuffins könnt ihr als Gemüse übrigens wirklich alles nehmen, was ihr gerade da habt oder wonach euch gerade ist. Das Rezept lässt sich wirklich super gut variieren und ihr könnt zum Beispiel auch immer gut mal drauf zurückgreifen, wenn ihr noch ein paar Gemüsereste verbrauchen möchtet. Ja, und nachdem ihr dann jedenfalls alles gut miteinander vermischt habt, nehmt ihr euch nun 12 Muffin-Silikonförmchen und verteilt den Teig anschließend gleichmäßig auf die Förmchen. Für die Gemüsemuffins solltet ihr auf jeden Fall keine Papierförmchen nehmen, da der Teig, wie ihr sehen könnt, sehr feucht ist und die Papierförmchen damit einfach zu schnell durchweichen würden. Alternativ sollte es aber auch kein Problem sein, wenn ihr das Muffinbackblech gut einfettet und den Teig dann direkt in der Form verteilt. Nachdem ihr den Teig dann jedenfalls verteilt habt, geht es auch schon ans Backen der Gemüsemuffins, und zwar im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 30 bis 35 Minuten, bis die Oberfläche der Muffins anfängt, sich schön goldbraun zu verfärben. Ja, nach dem Backen könnt ihr die leckeren Gemüsemuffins auch schon direkt warm genießen. Sie sind aber auch kalt ein echter Genuss. Probiert sie auf jeden Fall unbedingt einmal aus, denn ich bin mir sicher, dass ihr sie immer wieder machen werdet, wenn ihr das Rezept einmal ausprobiert habt. Das Rezept könnt ihr natürlich wie gewohnt auf meinem Blog www.staubitopia-zuckerfrei.de nachlesen und ausdrucken. Einen Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaut. Bis dahin, macht's gut!